also unverursacht passt schon. Passt auch. Oh Mann, zieh doch jetzt. Die Wichser. So. 800 Euro dadurch verloren, ist aber scheißegal. Guck dir mal die Schlange hier an, ey. Das ist ja Wahnsinn. Guck das mal an, Alter. Und wodurch? Weil zwei KIs wieder nichts drauf haben. Das war knapp. So. Worüber habe ich denn jetzt gerade gesprochen? Jetzt habe ich da schon wieder vergessen, weil ich mich wieder aufregen musste. Ich dussel. Genau, Wasserstoff, ja, weil, ach so, McLaren, genau. Und, Donnerstag, genau, und am Freitag, keine Ahnung, Donnerstag läuft irgendwie nichts. Am Freitag um 20.15 Uhr kommt dann ja immer irgendwie was. Weiß gar nicht, irgendwas kam auch donnerstags, aber, keine Ahnung. Naja, so ist das. So. So. Durch die schlingige Straßen, durch die schlingenden Straßen Österreichs. Ist ja Österreich. Ja, müsste Österreich sein. Das fand ich auch sehr witzig, weil PewDiePie, ne, die hat ja jetzt so einen Broadcast rausgehauen, neuen. Und da dachte er, hier unten, Moment, bin ich jetzt dumm? Also ich meine, hier ist doch Schweden. Oh Gott, nein, hier ist doch Österreich. Und hier Schweden. Oh, er hat recht. Verdammt, ich bin so dämlich. alles vergessen. So. Oh, so schön ausgefliest hier. Ein nobles, nobles Land, ja. Aber es ist ja wirklich, ne? Schweden. Mega nobel. Oh mein Gott. Apropos nobel. Top Gear, ne? Das ist irgendwie eine geile Sendung. Naja, auf jeden Fall gab es da jetzt, war da einer in Abu Dhabi oder nee, in Afghanistan, irgendwo in so einer Hauptstadt. Von so einem Ölland, weißt du? Das ist echt der Wahnsinn. Im gleichen Land gibt es ja echt so harte Unterschiede, ne? Er fuhr da alles rum, ne? Veyron, Gallardo, Aventador, so alles, ne? Und sagt er so, ja, pass mal auf, ich fahre jetzt. Ich will jetzt mal auffallen. Und was hatte er? Er hatte so ein 3-Achsen Mercedes-Benz AMG. Weiß gerade nicht, wie der heißt. Aber er sah auf jeden Fall ziemlich komisch aus. War so ein Jeep, hochgelegt, hatte 4 Tonnen Gewicht. Und dann sagt er, ja gut, dann fahren wir jetzt mal in die Wüste, ne? Und dieser 4-Tonnen-Wagen fliegt da einfach nur so durch die Gegend, über die Dünen. Das sah so krass aus, dann 100 Meter oder so ist er dann noch bergab. Ich weiß gar nicht, was war das? Ich glaube 80 Grad Winkel oder so. Was kann das sein? Nee, 80 Grad Winkel kann nicht sein. Siehe 100 oder 110 Grad Winkel gefahren. Und das war echt krass. Das sah echt richtig komisch aus. Weil er einfach richtig runtergefallen ist eigentlich. Eher kontrolliert runtergefallen. Wie ein Switzerland, ja. Komm, mach tu.
Mach doch du jetzt. So. Achtung, Stadt dürft ihr, aber nicht die hier oder was? So. Ganz kurz was gucken. So. Okay. Seht ihr, jetzt habe ich kein Thema, jetzt weiß ich nicht mehr, worüber ich sprechen soll. Und ich habe einen Bonschen im Mund, der irgendwie so gar nicht hilft. Ich glaube, ich sollte gleich mal aufhören. Warte mal, wie weit ist es noch? Ja gut. Warte mal, was denn? Ich jetzt sage den hier. Nein. Ach da, ja wahrscheinlich. Statt dass das nächste liegende auf der Strecke. Nein. Er fährt einfach erstmal durch Torino durch. Nach Genf oder Genf oder keine Ahnung. Hab doch auch keinen Plan. Monte Marea. Ach ja. Ich habe echt keine Ahnung, worüber ich noch reden soll. Ich bin auch so langsam in der Müdigkeitsphase. Heißt, ich werde mich gleich mal hier Bettchen legen. Aber das will ich jetzt vorher noch fertig fahren hier. Wann bin ich damit durch? Das ist ganz gut. So. Jetzt ist diese stille Phase erreicht, verdammt. Die wollte ich ja eigentlich nicht haben. Ach ja. Achso, nee, ich muss noch was einstecken. Ich muss nämlich den Prozessor, den ich vorher hatte, den 4-Kern-Prozessor, den ich ja von Nagando hatte, den muss ich jetzt einstecken, weil die den so komisch ins Motherboard eingesetzt haben, dass ich den da rausgenommen hat und die Stifte waren alle verbogen. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Dass er dann überhaupt noch funktioniert, ist mir auch ein Rätsel. Aber die Stifte waren halt alle, also die Pins, so zwei Reihen zur Seite und ich sag mal, jeder fünfte oder so. Oder nee, jeder dritte war so ein bisschen verbogen. Und dann konnte ich den nicht mehr auf das alte Motherboard draufpacken. Also ich habe den halt da rausgenommen, weil ich erstmal dachte, okay, ich hole mir jetzt einen 8-Kerner. Da heißt, ich packe den jetzt dahin, ne, wo der 8-Kerner ist. Und dann ist mir das Motherboard ein bisschen kaputt gegangen, sag ich mal. Das läuft ja immer noch. Und dann habe ich jetzt ja ein neues geholt und wollte aber den alten... wollte den halt weiterverkaufen. Da habe ich gedacht, ja gut, dann packst du den halt aufs... alte Motherboard und verkaufst dies oder baust das in den Rechner ein, machst dann einen kleinen PC zurecht und dann verkaufst du den. Aber das Problem war halt, dass der Prozessor, wie gesagt, nicht mehr auf die aufs Motherboard passte und jetzt ist das schon, keine Ahnung, Januar, Februar ungefähr so oder so. Ja, muss ja dieses Jahr sein. Ich denke mal Januar noch. Oh ey, und ich wurde am Fuß wieder operiert, ey. Oh, so eine Kacke. Also nicht jetzt unter Vollnarkose oder so, sondern am Zeh, örtliche Betäubung und dann, aber das ist auch nicht schön. Weil ich finde, die Betäubung tut am meisten weh, ne? Die Zwiebel so hart, Alter. Ich meine, jetzt, wenn das verheilt, ist das gar nicht so schlimm, aber diese Betäubung, die brennt so krass unter der Haut, ne? Die brennt so richtig, ey. Alter, das ist der Wahnsinn. Vor allem in so eine empfindliche Stelle spritzen die das da rein, ne? So, Moment, ich jetzt nochmal ganz kurz speichern. Ja. So. Aber, naja. Ich hoffe... Ne, das, ja. Das passt schon. Ach ja.
frag mich ja immer, ich war jetzt in Berlin und das war da sehr cool und da würde ich eigentlich auch ganz gerne mal wohnen später, weil ich einfach extrem, ein Glück habe ich gespeichert, ich versuche hier gerade so eine Kack-Tablette auszupacken. So, ja, Berlin fand ich extrem cool. Berlin fand ich echt extrem cool. War sehr geil. Ich find's halt so cool, dass du alles erreichen kannst, ne? Also wirklich alles. Ja. Nur mit der U-Bahn. So, also schnell und einfach ist fast alles mit der U-Bahn erreichbar in den Tarifen A und B. Und deswegen, das ist halt echt cool. Und wenn du dann da eine Wohnung hast, irgendwo Zentrum, sag ich mal, die dann vielleicht auch nur ein Zimmer und eine Abstellkammer hat, aber reicht ja. Mir wird's reichen. Solange ich dann da vernünftiges Internet mir kaufen kann und vernünftiges Fernsehen, also Entertain am besten von Telekom, habe ich da kein Problem mit. Echt nicht. Aber alles Zukunftsmusik, sag ich mal. So, und ich fühle mich irgendwie ein bisschen zu leise. Deswegen versuche ich nochmal ein bisschen lauter zu werden. Ein bisschen lauter zu reden. Jetzt den letzten 100 Meter quasi vor der Zielgeraden. Und kann auch direkt wieder abbremsen, weil da irgend so ein Spacken vor mir total langsam fährt. Und zwar genau Tempolimit. Und das ist wirklich... Leute, die Tempolimit... Oh, man merkt schon, ich bin müde, ey. Leute, die Tempolimit, ne? Alles wird gut. Leute, die Tempolimit einhalten, sind AA. Aber manchmal denke ich mir echt, Alter, was ist da vorne eigentlich für ein Rentner auf dem Sitz? Gaspedal ist rechts. Nicht Kupplung treten oder bremsen, Gaspedal. Alter, und dann fahren die echt immer Strich 50, Strich 60, Strich 70. Und auch nur 1 km/h drüber, dann bremst ihr direkt wieder auf 10 km/h ab. Ja, und dann beschleunigt ihr langsam wieder in die richtige Geschwindigkeit. So kommt mir das zumindest vor. Ein Affentheater immer, ey. Also, was heißt immer, aber ich hoffe, ihr wisst, ich weiß. Also, ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Aber mein Hals ist im Moment sowieso ein bisschen geschwächt. Ich weiß nicht mal, woran das liegt. Und meine Nase und alles auch. Das hat ja letztens auch mal einer gemacht. Ich habe jetzt Juleika gemacht. Und war ganz cool. Und das war so dusselig. Da hat nämlich einer gesagt, ja, wenn du dir Sekt zum Beispiel als Augentropfen gibst und dann so 10 Tropfen, dann fühlst du dich, als wenn du eine Flasche Wodka getrunken hättest. Aber dir ist nicht schlecht, weil man ja dann trotzdem total wenig Alkohol eigentlich nur im Körper hat. Aber man fühlt sich halt so, weil der Alkohol komplett gleichzeitig aufgenommen wird. Ne, der Magen verdaut das ja erstmal alles einzeln. Der musste erstmal was mit anfangen. Und die Augen haben halt empfindliche Schleimhäute. Und die nehmen das halt viel schneller auf. Deswegen gibt es ja auch diese Alkohol-Tampons, ne? Wo man dann sagt, dann nimmt Tampons, packt da Wodka oder was da rein und dann schiebt man die sich richtig geil rektal in den Arsch. Ich meine, ich weiß nicht, wo man sich das sonst rektal einfüllen sollte. Naja, und dann knallt das wohl auch ganz schön schnell.
Das ist aber eine der Sachen, die ich eigentlich nicht ausprobieren möchte. So, warte mal eben. Au. Meine Nase, ey, die zieht gerade so hart. Und juckt und macht und tut. Kacknase, böse, böse. Aber ich bin jetzt endlich da, heißt, ihr seid gleich erlöst von meiner Quatschlaberei. Ich bin gleich erlöst von meiner Quatschlaberei. Ich bin vor allem gleich erlöst von Spielen und sich aufrecht halten, weil ganz ehrlich, auf den letzten Meter habe ich jetzt auch keinen Bock, groß irgendwas Neues zu machen. So, da muss ich jetzt ganz kurz mal gucken. Okay. Moment. So, jetzt haben wir es gleich. So, jetzt nur rückwärts einparken. Okay, Moment, ich mach das mal eben so. Weil ich bin echt zu müde, sorry. So, oh ey, hey, was ist denn das jetzt schon wieder? So, jetzt aber, Alter. Oh, jo. Alter, minus 8000 für 4%. Halte ich aber für ein Gerücht. Aber trotzdem gut Geld gebracht. Gut Geld gebracht. Das hat echt richtig gut Geld gebracht. 66.000. Pass. Kann ich auch zurückzahlen, sehr gut. Jo. So. Und jetzt suchen wir uns noch eben ein neues Auto. Auto. Neuen Auto. Unser neuen Auto muss schon sein. Wow. I'm impressed. Nee, das da unter sieht besser aus, das hier. Moment. Ist das direkt hier? Ja, guck mal an. So, perfekt. Naja.
So. Ach ja, ich wollte eigentlich nicht mehr, aber ist auch egal. So. Ja, mal eiskalt die Lücke zu, ey. Sorry, ich rede da gar nicht mehr. Weil ich einfach so fertig bin. Ja, passt. So. Okay, jetzt speichern wir. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder eine Bewertung. Was? Lasst einfach irgendwas da. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Und ja, ciao.